Einen wunderschönen Montagmorgen und willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Das erste, was wir machen wollen, ist mal diesen Teleporter hier in den Betrieb nehmen. Das finde ich nämlich ziemlich cool. Deswegen werden wir hier eine Leiter hinbauen. Und das mal wegbuddeln hier. Und hier werden wir jetzt tatsächlich auch Priorität 9 setzen. Denn ich will hier unbedingt hin, dass wir uns auf die andere Seite teleportieren können. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Sache. Backquote 3, Oxygen has become scarce, low pressure. One more battery has died. Ja, wir sehen, wir sind hier auf dem Weg, aber hier gibt es sogar Ethanol. Ah, ist das cool. Und hier gibt es mafisches Gestein, was auch immer das ist. Mega. Ziemlich cool. Da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Und ja, denen gefällt das hier natürlich auch überhaupt nicht. Müssen jetzt leider mal durch. Was holen die sich denn da? Algen und Schleim? Können wir gerne mal weiterbauen hier. Genau. So, das Ding ist ein Supply Teleport Input. Teleport ist disabled. Activate. Zack. Wir müssen hier aber auch Strom hinliefern. Und wir haben auch nach wie vor ein Stressproblem. Ja, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Komm, mach hier nicht so einen Stress. Bau den Kram. Wie sieht's denn hier mit Sauerstoff aus? Ach guck, hier ist doch auch sogar überall Sauerstoff. Das ist doch top. Und wenn es auch dreckiger Sauerstoff ist, also ihr sollt euch mal nicht so anstellen. Hier gibt es Aluminiumerz noch. Das können wir tatsächlich auch abbauen. Zack. Aluminium ist relativ wichtig. Okay, also hier geht es natürlich auch noch irgendwann weiter. Aber wir müssen mal schauen, wie wir da hinkommen. Und wir gehen mal auf eine Geschwindigkeit höher. Und schauen mal. Ihr Lieben, ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ihr auch. Wie wir von hier dort rüberkommen. Der Strategienot ist hier zugewiesen. Wir machen den mal weg. Und werden erstmal schauen, wie es hier weitergeht. So, der Stress senkt sich langsam bei unseren Kolonisten. Und wir werden mal gucken, was wir im Zyklus 50 gemacht haben. Wir haben weniger Kalorien erzeugt als entfernt. Das finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Wir haben ja noch 36.000. Und hier süfft die Soße runter. Okay, so. Wir haben noch 36.000. Wir schauen mal hier rein. Wir können aktuell nichts produzieren. Aber wie gesagt, wir haben noch... Der Kühlschrank ist randvoll. Kochzutaten sind hier drin. Essbare Sachen sind hier drin. Wir haben 1,8 Kilo Mehlläuse. Damit könnten wir tatsächlich weiter Essen produzieren, oder? Ja, nein, können wir nicht. 1200 Kilokalorien brauchen wir. Okay. Das Ding hier oben ist kaputt. Kein Stromkabel. Ja, genau. Da müssen wir auf jeden Fall mit dealen. Aber erstmal schauen wir, dass wir das hier fertig kriegen. Damit der gute Strategie-Nerd jetzt hier in den Teleporter steigen kann. Um sich zu teleportieren. Ja, geht's hier noch weiter? Hallo? Da fehlt noch was. Was hat er denn hier für ein komisches Zahnrad über sich? Bauzulieferung selbst. Sehr schön. Er liefert sich selbst. Sehr niedlich. Okay, wie sieht es denn hier allgemein aus? Hier unten geht es auch voran. Wunderbar. Und hier haben wir... Oh Gott, was haben wir denn hier? Ein Sweetly. Och, das ist hier ein Sweetly-Egg und ein Grubly-Egg. Cool. Was ist denn ein Sweetly? Ernährung von Schwefel. Okay. Glücklich, wild, unerreichbar und hungrig. Oh, hungrig ist nie gut. Ein Sweetly und ein Grubly-Egg. Können wir die einfangen? Könnten wir, aber dafür fehlen uns noch Skills. Na gut. Okay, das hier unten mit der Gebuddelei haben wir ja auch Goldamalgam graben. Ah, hier unten gibt es noch kein. Hier unten gibt es wieder Schwefel. Okay, das ist ja cool. Hier unten geht es jetzt auch voran. Das ist auch gut. Hier müssen wir aufpassen.
Hier sollten wir nicht weiter graben. Nein, das war falsch. Hier sollten wir nicht weiter graben. Hier ist nämlich überall Schleim. Das ist auch Schleim. Da müssen wir auch aufpassen. Nicht, dass wir hier in Probleme kommen. Das wäre wirklich nicht gut. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Habt ihr jetzt endlich hier hinten mal das Ganze offen? Und wenn ja, dann würde ich jetzt tatsächlich mal den Herrn Strategienerd da reinpacken. Wunderbar. Bitte noch einmal, ja, noch einmal aufbauen, bitte hier. Aufmachen das Ganze. Sehr gut. Ja, komm, das letzte Stückchen schaffst du noch. Komm schon. Wunderbar. Und nun, lieber Strategienerd, zugewiesen, bitte einmal hierhin. Ich vermute, wir können hier keine Sachen setzen. Nee. Dann wollen wir mal gucken, was der gute Strategienerd jetzt macht. Und er kommt direkt angelaufen. Dann gehen wir mal auf langsam. Jetzt bin ich mal gespannt. Übrigens, unser Stresslevel senkt sich langsam wieder. Wir können die beiden bald wieder in die Normalschicht packen, denke ich. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Und? Verschafft sich Ausdruck. Und Teleport. Bling. Und wo ist er jetzt hin? Wie cool ist das denn? Guckt euch das an. Wir sind angekommen hier unten. Ach, ist das mega. Richtig cool. Wir haben hier sogar einen Plumpsklo und einen Waschzuber. Ja, also hier ist irgendwas passiert. Anscheinend Rost haben wir hier auch, verbrauchtes Erz. Salz. Das ist auf jeden Fall eine coole Kolonie. Dann lasst uns doch mal schauen. Breathability 0. Oh Gott. Wie bitte? Ernsthaft? Und auch hier unten gibt es ein bisschen. Hier unten gibt es zum Beispiel auch Oxylit. Das ist gut. Hier gibt es ein bisschen Oxylit. Mega. Kommen wir denn hier raus erst auch wieder zurück? Ach, der Transmitter ist da hinten. Eieieiei. Lieber Strategiener, da musst du hier tatsächlich erstmal wegbuddeln. Als erste Aufgabe. Sehr cool. Rationsbox, da ist sogar ein bisschen Nährstoffriegel drin. Und dann müssen wir da erstmal aufbuddeln, dass wir auch wieder zurück können. Ah, wir werden nur den da wegmachen. Den werden wir uns ersparen und den da oben bitte. Der muss hier bleiben, damit die ganze Soße sich nicht raussifft. So. Und dann hoffe ich... Genau. Sea Destination. Ah, Insulini. Ah, sehr schön. Das wäre dann hier unten. Teleporter Receiver. Wunderbar. Das ist doch ganz praktisch. Jetzt müssen wir tatsächlich nur hier auch aufbuddeln. Aber das kriegen wir hin. Das ist ja kein Problem. So, einmal da bitte auch aufbuddeln. Und das setzen wir hier tatsächlich auch auf Priorität 9. Wunderbar. Dann haben wir hier jetzt tatsächlich die Möglichkeit, hin und her zu teleportieren. Sehr, sehr, sehr toll. Dann sollten wir hier wirklich auch Reinigungssysteme hinbauen. Hier wird auch Schleim produziert, Schleimlunge. Das ist hier alles andere als schön, wie ich finde. Aber im Moment hier vorne nicht zu ändern. Wir gucken mal einmal ganz kurz in die Forschung, wie es hier aussieht. Ich glaube, nein, jetzt habe ich mich auch noch verklickt. Wir wollten hier unten das Ding produzieren. Und hier hätten wir Transportröhre, Transporter. Finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Sollten wir mal überlegen, dass wir in die Richtung weiter forschen. Genau. Finde ich ganz gut. Dann können wir vielleicht mit Transportröhren uns in Zukunft ein wenig optimieren. Da ist ja ein bisschen unser Steckenpferd, dass wir da einfach zu langsam sind. So, das haben wir. Und dann gehen wir wieder nach Usilla.
Forschung abgeschlossen. Dann schauen wir einmal. Lüftung. Gibt es jetzt isolierte Gasleitung? Und Walken earned a skill point. Oh Gott, wir haben eine ganze Menge Skill Points. Lass uns mal schauen, was wir hier alles machen können. Der gute Gilligan. Ja, der gute Gilligan würde gerne hier unten hingehen. Oder super duper schweres Graben. Ich glaube, das wäre durchaus auch was für ihn. Der gute Robert. Robert, mein Bester, du möchtest gerne besser werden im Umgang mit Kranken. Das können wir dir durchaus erfüllen. Und Walken, du bekommst Viehzucht Teil 1. So. Du wirst unser Viehzucht- und Landwirtschaftsexperte. Okay. Dann lass uns mal weiterschauen. Ich sag mal, To-Do-Liste. Er kann ja hier theoretisch weitermachen. Wir sollten also erstmal hier hochkommen und uns hier hinbuddeln. Ich weiß halt nicht, ob er... Na, Mist. Er kann da nicht lang. Das ist natürlich ärgerlich. Er kann sich durch dieses Abyssalit nicht durchbuddeln. Das ist Kobalt. Das ist Erz. Wir gehen mal auf die, aufs Material-Overlay und klicken uns mal durch, was wir hier vorne so haben. Das wäre mal sehr interessant zu sehen. Wir haben hier also auch viele Metalle. Na, was heißt viel? Kobalt. Da oben sollten wir auch hoch. Anti-Entropie-Thermoannullierer. Was bitte für ein Ding? Okay, Mineralien gibt es hier. Sedimentgestein auch eine ganze Menge. Filtermaterial gibt es hier in der Tat fast gar nicht. Ja, das sehen wir auch, ne? Also, das ist hier tatsächlich etwas rar gesät. Hier unten so ein bisschen. Aber da haben wir auch schon wieder Eis. Ethanol gibt es hier sogar. Mega. Rohöl. Wow. Diamanten? Wie geil ist das denn? Also hier gibt es ja eine ganze Menge. Sehr, sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob die Teleporter... Ich glaube, die kann man... Wir hatten das schon mal geguckt. Nee, gibt es hier tatsächlich nicht. Also das sind wissenschaftliche Entdeckungen, die wir benutzen können, die aber tatsächlich einfach da sind. Können wir so ein Ding zerlegen? Oh Gott, können wir? Nein, abbrechen, auf keinen Fall. So. Dann gehen wir wieder ins Material-Overlay und gucken weiter. Organisch. Das gibt es hier eine ganze Menge. Verschmutzte Erde und normale Erde. Verbrauchtes Erz gibt es hier auch ziemlich viel. Hier gibt es Rost und Salz. Obwohl Salz mit verbrauchtem Erz gleichzusetzen ist grenzwertig, aber okay. Nährstoffreiche Erde gibt es hier auch. Phosphor. Gase, Sauerstoff, verschmutzter Sauerstoff. Also wir haben überall Sauerstoffatmosphären. Das ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir halt nur mal gucken, wie wir uns hier jetzt wirklich durchbuddeln. Ich meine, wir haben ja auch nichts hier dabei. Ein Kryotank. Da könnten wir uns im schlimmsten Fall reinsetzen, wenn wir irgendein Problem haben. Hier gibt es noch eine Uhr. Sehr cool. Temperatur. Oh, das ist auch ganz wichtig. 68 Grad. 80. Boah. Also nach unten ist schlecht. Hier haben wir eine Kaltzone. Und hier ist es relativ warm. Okay. So, jetzt lasst uns mal überlegen, ob wir irgendwie hier hochkommen. Da haben wir ja normales Wasser. So, da haben wir Kobalt. Das passt ja schon mal. Wir sollten also... das hier zerlegen und dann hier eine Leiter bauen. Lieber Strategie-Nerd, ich würde sagen, deine Arbeit wird jetzt erstmal hier stattfinden. Wir gehen noch einmal kurz nach Solini und schauen mal, ob wir hier alles soweit gemacht haben. Ja, die sind hier am Buddeln. Ich würde tatsächlich sagen, in Anbetracht der Sache, Quatsch. Das hier wird erstmal sein gelassen. Ich will eigentlich nur hier runter zu dem Supply Teleporter Output. Und hier ist Supply Teleporter Input. Das heißt, das sind Sachen Supply, die wir hinschicken. Und wenn wir was bekommen von Solini, von Ozilla, dann wird es von hier kommen und hier reingehen. Das heißt, da sollten wir uns auf jeden Fall vorbereiten. Ansonsten werden wir hier
nochmal Ziegel bauen, damit wir hier ein bisschen sauberer werden. So. Und dann sollten wir das hier tatsächlich auch mal zumachen. Ja, ich... Ne, wir lassen das mal so. Wir lassen das so. Wir haben hier eine Luftschleuse. Da müssen wir damit leben. Hier ist eine normale Tür. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt krass. Hier ist natürlich eine Menge verschmutzter Sauerstoff. Wir sollten da auf jeden Fall noch eine zweite Luftschleuse hinsetzen, dass wir dort nicht zu viel haben, dass der hier nicht so viel, also dass hier nicht so viel rauskommt. Okay, dann können die hier durch. Das Ding ist dauerhaft zu. Wir sollten halt auch davon ausgehen, dass wir diesen Sauerstoff irgendwann mal wegpumpen. Den können wir an unser Pumpsystem anschließen, wenn das hier oben irgendwann fertig ist. Jetzt können wir mal schauen, ob wir hier genügend Befehle gegeben haben. Hier ist jetzt Kohlendioxid flüssig. Ja gut, da müssen wir gucken, dass das hier nicht rausläuft, aber das kriegen wir schon hin. Hier oben haben sie genug zu tun und zum Bauen. Ich würde fast sagen, wir versuchen, das Lüftungsrohr hier direkt rauszumachen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wir buddeln das hier auch weg und machen da einfach mal eine Leiter nach draußen. Mal schauen, ob das klappt. Ich, wie gesagt, keine Ahnung. Oder ob das eventuell unerreichbar ist. Kein Plan. Und dann werden wir werden einfach mal das Ganze hier wegbuddeln, damit die hier auch rankommen. Und da oben setzen wir bei der Lüftung bitte einen Gasauszug. So. Dass die ganze Soße da oben auch rauskommt. Und ich denke, da ist noch was, damit wir hier eventuell weiter buddeln können. Dann haben wir hier noch genug. Ich denke, die haben erstmal genug zu tun. Unerreichbare Toilette. Ja. Wir arbeiten dran. Da musst du leider hier mal reinpinkeln in das verschmutzte Wasser. Das kann ich jetzt nicht ändern. Dann musst du deine Sache freier Lauf lassen. Weiter geht's. Lieber Strategie-Nerd. Und ich möchte euch natürlich damit jetzt nicht behelligen. Deswegen wird natürlich der Strategie-Nerd hier mal alleine bauen. Und da gehen wir mal auf eine Geschwindigkeit schneller. Und wenn wir hier angekommen sind. Genau, einmal da hoch. Dann einmal da lang. Was ist das hier? Verschmutztes Wasser. Das ist natürlich ärgerlich. Dann müssen wir da lang. Das ist natürlich jetzt auch das einzige saubere Wasser, was wir haben. Das müssen wir jetzt natürlich hüten und schützen. Was ist das denn? Ein Blitzblankpuff. Wie geil. Sehr schön. Ein Blitzblankpuff. Wer hätte es gedacht? Und was haben wir hier? Matt. Lecker, Matt. So, dann lasst uns mal gucken, ob wir... Nein, verdammt. Stopp, stopp. Stopp. Okay, jetzt ist es zu spät. Und der Strategienet schläft erstmal eine Runde. Ja, sehr schön. Vielleicht kannst du tatsächlich die ganze Soße mal aufwischen hier. Dann kannst du tatsächlich auch das hier jetzt abbrechen und jetzt erstmal hier weiter buddeln und dann dort weiter buddeln und dann gehen wir da weiter und zerstören erstmal die beiden hier. So, und dann buddeln wir weiter nach oben, denn da ist nämlich ein Kohlekraftwerk und noch mehr Kram. Und dann gehen wir mal weiter nach oben. Mal gucken, was wir da noch Feines finden. So. Und dann wird hier bitte auch einmal zerlegt. So, mein lieber Strategienerd, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen was zu tun. Wir gehen mal nach drüben, nach Solini. Ja, hier unten müsste noch Sauerstoff sein. Wir gehen mal nach Solini. Hier sieht es ganz gut aus. Die sind hier munter am Arbeiten. Das läuft hier eigentlich. Und dann sollten wir auch den Strategie-Nerd wieder in einen normalen Zeitplan setzen.
einmal dahin und der Daniel kommt hier rein. Zack. So, dann ist unser Erholungsurlaub auch gegessen. Und dann können wir nach Ozilla gehen. Und der pennt immer noch, ich fasse es nicht. Ja, der findet das etwas widerlich hier, aber gut. Da musst du jetzt leider durch. Eine Sicherheitstür, aktueller Zustand verschlossen. Ich muss sagen, das ist schon extrem cool. Hier oben fließt das Wasser. Und wir müssen halt jetzt mal gucken, dass wir da rankommen. Und dann bauen wir uns hier hoch. Und dann sind wir ja hier schon bei dem Generator. Hat eine Sauerei gemacht. Ja, dann buddel weiter. Je schneller du buddelst, da kannst du rein Pipi machen. Jetzt können wir übrigens mal gucken, ob in diesem Wasser, ob da wirklich Keime drin sind. Und es sind, wenn ich das richtig sehe, keine Keime im Wasser. Das ist natürlich super. Das heißt, wir könnten das Wasser da direkt weiter nutzen. Ersticken. Nein, da gibt es ein bisschen Sauerstoff. Oder? Verschmutzter Sauerstoff. Ja, da musst du halt ein bisschen die Luft anhalten. Breathability sinkt, maximaler Stress steigt. Nahrung hast du auch ein bisschen. Ja, passt schon. Was gast hier aus? Verschmutzte Erde tropft hier runter. Super. Wichtig ist erstmal, dass er hier rankommt, damit wir hier eine Waschmöglichkeit haben und eine Pipi-Möglichkeit. Ansonsten läuft die ganze Soße jetzt immer hier rein. Das wäre natürlich uncool. Und wie es hier weitergeht auf Ozilla, das sehen wir morgen. Also, macht's gut. Bis dahin, euer Strategienerd. Ciao, ciao.